Francis McManus, kein schlechtes Schiff, Kameraden. Irgendwo in der Grafschaft Kildare wurden alle so aufgebracht wie eine Busladung voll fauchender Katzen. Vielleicht war die eingeschlossene Luft daran schuld, eine Mischung aus Tabaksqualm und feuchten Kleidern. Vielleicht auch der drückende Nebel, durch den der Autobus wie ein Unterseeboot durch trübes Wasser zu wackeln schien. Vielleicht war unsere erste Begeisterung, am heiligen Abend noch rechtzeitig heimkehren zu können, schon etwas verflogen, so dass wir nun verfroren, missmutig und müde inmitten unserer Päckchen im vollbesetzten Autobus saßen. Doch vor allem war es wegen des Matrosen. Er schwankte im Gang auf und ab, eine Plage für alle Mitreisenden. Offenbar war er etwas angesäuselt und das hatte ihn in glänzendste Stimmung versetzt. Er war alt. Ein kleines Männchen mit langer Nase, blass und mit einem etwas schmuddligen Sweater bekleidet. Bei seinen Anbiederungsversuchen stieß er gegen die unglücklichen Stehplatzinhaber, die an Ledergriffen hingen, oder er trampelte den Sitzenden auf die Füße und haschte, wenn er den Halt verlor, einfach nach irgendeiner Schulter oder Hand. »Wie geht's, wie steht's, alter Knabe? Fröhliche Weihnachten, mein Junge! Komm, gib Pfote, Freundchen! Mein Schiff ist nämlich abgesoffen, jetzt geht's heim!« »Ha! Seht mal die Miss! Sie ist die Schönheitskönigin! Was, Leute?« »Nicht böse gemeint, Miss.« »Hoppla, Verzeihung, Sir, aber das verflixte Schiff schlingert so.« Auf und ab ging er, emsig die Fahrgäste begrüßend, deren Gesichter so freudlos wie Talg aussahen, und schnatterte mit allen so zutraulich wie ein Kind. Bei jeder Haltestelle ging er zum Schaffner und wünschte ihm frohe Feiertage. Als er im Begriff war, einer anderen Schönheit Komplimente zu machen, bog der Bus um eine Kurve und der Matrose verlor den Boden unter den Füßen und schlug der Länge nach hin. Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen und wir atmeten erleichtert auf, denn anscheinend blieb er liegen. »Endlich haben wir Ruhe vor ihm«, rief eine gereizte Stimme. »Doch«, vom Fußboden erhob sich nicht etwa der Matrose, sondern ein Ausbruch von Seemannsflüchen, die er wohl in Port Said, Marseille, Port of London, Panama, Kapstadt, Singapur und Hongkong aufgelesen haben musste. »Oh«, rief eine zimperliche Dame im Tweed-Kostüm und hielt sich die Ohren zu, »das ist zu viel! Werfen Sie ihn raus, Schaffner!« Der Autobus wackelte nicht länger durch den Nebel. Er hielt mit einem Ruck. Nur der Motor summte weiter. Wir standen alle auf und wollten zuschauen, wie der Matrose über Bord geworfen wurde. Aber er war schon wieder auf den Beinen und versicherte uns, »Seeminen, Kameraden! Seeminen! U-Boote auf Steuerbord! Dunks, Fowler, Aykroyd, McGrath! Raus aus der Koje, ihr Vollpelze!« Der Schaffner war ausgestiegen und außen herum zum Fahrer gegangen. Der Nebel strudelte in den Bus hinein. Wir fröstelten und krochen in uns zusammen. Sogar der Matrose wurde still, je mehr Zeit verstrich. Dann kehrte der Schaffner zurück und während der Bus in noch langsamerem Tempo als vorher weiterschlich, hing der Schaffner in der offenen Tür und spähte in den Nebel hinaus. »Oh, wir kommen bestimmt zu spät nach Hause«, jammerte die schöne junge Dame. »Wir haben schon eine Stunde Verspätung und das muss mir am heiligen Abend passieren.« Der Bus hielt abermals und der Fahrer verschwand zusammen mit dem Schaffner im undurchdringlichen Nebel. »Deserteure«, rief der Matrose ihnen nach, »feige Deserteure!« »Sie suchen ein Wirtshaus für den Weihnachtspunsch«, tröstete ich die anderen. »Wir saufen ab, Kameraden, übers Heck«, rief der Matrose, »in die Boote, der Kahn ist zu morsch, vergesst nicht den Papagei!« Doch da kletterten der Fahrer und der Schaffner wieder in den Bus. Der Fahrer fragte nervös, »Hat jemand von Ihnen eine Landkarte bei sich? Eine Straßenkarte?« Köpfe wurden geschüttelt. Wir sahen uns argwöhnisch an. »Was ist los?« Der Fahrer zwängte sich wieder hinaus. »Haben wir eine Panne, Schaffner?« fragte die Dame im Tweed-Kostüm. »Oder haben Sie sich verfahren?« Der Schaffner wurde verlegen. »So ungefähr.
der Nebel ist so dick wie Suppe. Wir sind in die falsche Abzweigung eingebogen. Unglaublich! Dabei ist schon 8 Uhr. Aber heiligen Abend! Sollen wir die ganze Nacht hier bleiben? Wo sind wir denn jetzt? Können Sie sich nicht irgendwo erkundigen? Wo denn? Wo? Antwortete der Fahrer patzig. Vielleicht können ein paar von Ihnen einsteigen. Aussteigen und sehen, ob sie sich auskennen. Wir froren ohnehin. Also stiegen wir aus und liefen auf der Landstraße hin und her. Die Scheinwerfer vom Bus waren wie verschleiert. Der Matrose stellte sich vor den Fahrer und den Schaffner und beschimpfte sie. Ach, hau doch ab, Matrose! Kannst nicht mal die Sterne sehen, höhnte der Fahrer. Ihr Brüder würdet bald genug die Sterne sehen, wenn ihr das tun würdet, was ich euch sage. Die Straße steigt hier nämlich an, also sind wir bald aus dem Nebelkissen heraus. Der Fahrer schleuderte seine Zigarette weg. Alle Mann rein in den Bus. Zähneklappernd stiegen wir ein. Wo ist der Matrose? Aus dem Nebel drang eine Stimme. Ahoi, da vorne! Nach einer Minute erschien der Matrose. Also, dann zeigen Sie uns mal die Sterne. Ei, ei, Sir! Er tippte mit dem Finger an seine Mütze, zottelte durch den Bus, klopfte der jungen Schönheit tröstend auf die Schulter und pochte an die Scheibe hinter dem Fahrer. Er wechselte ein paar Worte mit ihm und dann wurde die rechte Fensterscheibe heruntergekurbelt. Der Bus schlich weiter und der Matrose klemmte sich halb zum Fenster hinaus. Er sprach. Wir konnten nur vereinzelte Worte hören, dazwischen Fetzen eines Liedes, das die kreischende Gangschaltung aber übertönt. Ein Mann schimpfte, Schluss mit dem Unfug, Schaffner! Machen Sie gefälligst das Fenster zu! Mir ist eiskalt, klagte eine Frau. Ein Augenblick zog der Matrose den Kopf ein. Was höre ich da? Hä? Meuterei? Legt dem Mann die Handschellen an! Der Autobus schnaufte mühsam bergauf. Gott allein mochte wissen, auf welchem Flecken eines irischen Hochmoors wir uns befanden. Wir krochen in uns hinein, um das Fünkchen Wärme zu behalten, das wir noch im Leibe verspürten. Der Nebel nichtet sich! Tatsächlich? Wir hörten, wie der Matrose jauchzte und dann etwas von Steuerruder und Steuerbord und Backbord und Nord-Nordost schrie. Die junge Dame stieß ein verrücktes Gelächter aus, weil der Bus plötzlich den Gang wechselte und in raschem Tempo losfuhr. Der Fahrer drehte sich grinsend um und winkte mit der Hand. Der Schaffner lupfte die Mütze. Brav gemacht, Sailor Boy! 8 Glasen, rief der Matrose. Sogar wir Landratten wussten, dass das Ende der Wache bedeutete. Wir verrenkten uns den Hals und sahen den strahlenden Nachthimmel. Über dem himmelwärts gewandten Gesicht des Matrosen funkelt der Polarstern. Er richtet sich nach den Sternen. Ist ja ein Genie, der Mann, sagte einer von uns. Kurz vor seinem Reiseziel schwankte er zum letzten Mal durch den Bus, zwischen lauter ausgestreckten Händen hindurch, die ihm die Hand drücken wollten. Ich bin zu Hause, Kameraden. Mein Schiff ist abgesunken. Es war meine letzte Fahrt. Hab all mein Zaster verloren. Er kehrte das Futter seiner leeren Taschen um. Was taten wir also? Ein Hut machte die Runde, vom ersten bis zum letzten Platz, und es regnete Silber. Kein schlechtes Schiff, Kameraden, sagte er, als er ausstieg, hinunter in das Dunkel der heiligen Nacht.